herzlichen Glückwunsch kann man da nur sagen, Marcel Schneider. Eine fantastische Schlussrunde gespielt hier bei der Trophäe Hassan Dö mit 7 unter Paar, jetzt reingekommen ins Clubhaus. Haben Sie sich vorgestellt, dass Sie bei Ihrem ersten Saisonturnier und ja, beim ersten großen Turnier der European Tour in diesem Jahr so abschneiden? Ganz ehrlich, nein. Nach der Vorbereitung hier erst recht nicht. Ich meine, ich wusste schon länger, dass ich gut drauf bin und dass ich auf der European Tour bestimmt irgendwann mal was reißen kann. Und ja, umso mehr freut es mich, dass ich jetzt bei dem Turnier war, wo die Vorbereitung nicht so genial war und jetzt im Prinzip das mein Auftaktturnier war. Das war das erste Turnier, das richtige. Madeira ist ja ausgefallen, ja. Wirklich ins Wasser gefallen. Wenn man so einen Start hinlegt und am Freitag, am Cut-Tag hatten sie eine ganz tolle 69 auch. Wie fühlt man sich da, wenn man die Saison so beginnen kann? Gibt es ein riesen Selbstvertrauen, nehme ich an? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, besser hätte ich die Saison nicht starten können. In deine Saison 2015, die eigentlich am ersten Mal auf der Challenge Tour geplant ist. Dort sind die Flüge nach Nairobi, glaube ich, schon gebucht. Da ist schon alles gebucht, ja. Jetzt müssen wir mal gucken. Die Dame vom Office hat gerade noch gemeint, da ich ja Top 10 gefinisht habe, habe ich die Möglichkeit, nächste Woche auch zu spielen auf der Tour. Jetzt muss ich mal schauen, wo das überhaupt ist und wie ich das Ganze organisiere. Ganz egal, wo es ist, man nimmt natürlich ganz viel mit, auch für eine ganz normale Challenger-Saison, das ist nämlich die nächste Stufe. Sie sind ja hier am Start durch eine Wildcard über die Pro Golf Tour, die Sie ja letztes Jahr komplett gewonnen haben. Ja, genau, das ist richtig, ja. Die Wildcard gibt es für den Gesamtsieger und ja, Sie hatten auch da letztes Jahr schon die Möglichkeit hier zu spielen, auch war auch eine Pro Golf Tour Wildcard über die ersten 5 Turniere. Genau, ja. Was kann man sagen, Marokko liegt in? Kann man so sagen, ja, zweimal auf der Pro Golf Tour gewonnen und jetzt zweimal das European Tour Turnier mitgespielt. Kann man so sagen, ja. Sie sind in diesem Jahr auch wahrscheinlich die ganze Zeit mit Ihrem Caddy, dem Dominic Lloyd, unterwegs. Was spielt es für eine Bedeutung, wenn man einen Caddy fest an seiner Seite hat, den man gut kennt? Ja, für mich ist es extrem wichtig, jemanden an der Seite zu haben, den man gut kennt. Ich kann mir nicht vorstellen, mit irgendjemand Fremdes aufzuteamen und da sich als Team dann quasi bilden. Von dem her war es mir ganz wichtig, dass er da dabei ist. Und ich denke, ja, es hätte nicht viel besser laufen können. Sie sprechen viel miteinander, Sie lesen gemeinsam die Puttlinien, nehmen sich da sehr viel Zeit und ja, Ihr Spiel vor allem rund ums Grün war hier sehr ausschlaggebend und sehr gut, wie schon bekannt. Ja, wir haben sehr gute Pläne gemacht, auf jeden Fall. Und ich denke mal, das war auch ausschlaggebend, dass ich mit vorne bin. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an den Dominik. Ganz herzlichen Glückwunsch Ihnen beiden und alles Gute für den Rest der Saison. Die geht mit Sicherheit sehr gut weiter und nicht mit so vielen Ausfällen wie vielleicht in Madeira. Der Auftakt hier in Marokko ist jedenfalls der beste, den man sich denken kann. Ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe doch, dass es genauso weitergeht. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Danke.